sind wir auch wieder dem zweiten Telkiner auf dem Fersen. Um Gottes Willen, ja, hier sind wieder die Geier. Die hinterlassen ja natürlich wieder ihre Knochenhaufen, ganz klar. Bogen der Geschicklichkeit. Dein Gepäck ist voll. Ah, das Gepäck ist wieder voll. Das hätte ich gleich erledigen können. Ja, da kommen wir dann jetzt nach Theben. Mal sehen, was wir dort erleben. Das kann nicht Gutes sein, ey. Wenn wir da schon wieder auf den nächsten Titan treffen. Was darf es sein? Verkaufen. Ja, und wir haben schon mit Stufe 24 hatten wir schon die 2 Millionen voll. Das ist echt der Hammer. Ring des Geistes brauchen wir nicht. Der ist einfach zu langsam. Bringt auch nichts. Bogen. Da müssen wir vielleicht mal wieder vergleichen. Ja, immer noch 18.000 gegen 6.800. Ja, der Basisschaden ist sogar geringer. Das ist alles nichts. Intelligenzarmbänder, Schild. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Das heißt wieder zurück hier. Natürlich. Ich hoffe, dass ich nichts übersehen habe. Ach, jetzt bin ich irgendwie wieder aus dem Portal raus. Ah, da habe ich einfach nur Charakterfenster aufgerufen. Das hätte ich machen sollen. So, hier hat man euch schon wieder was liegen lassen. Ja, die Armfedern der Geschwindigkeit. Und hier knistert es wieder. Ach, hier hinten kannst du durch. Ach, jetzt sind wir am oberen Nil. Alles klar. Ah, da werden wir erstmal wieder hier. Ja, und rein in die Reptilien. Ja. Reptil am Nil. Was ist euer Ziel? Also ich hab eins. Oh, selbst die machen Lagerfeuer. Na gut, sind ja Tiermenschen. Ja. Ist halt jetzt schade, dass wir unsere Krieger nicht wirklich rufen können, weil wir so wenig Energie haben. Ja. Ich bin schon dann nur noch mit Saufen beschäftigt, statt mit Kämpfen. Ja, 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 ja. Ja. Ja, das wird auf jeden Fall nochmal sehr aufwendig hier. Den Nil hier hoch zu folgen. Ja. Ja. Hier ist nochmal so ein Durchgang. Mit Feuerschalen. Ich schau erstmal alles weg hier. Ach, da ist noch eine Truhe. Eine Kiste, eine königliche. Gold und Trank. Und zusätzlich noch ein haltbarer Kampfhelm. Hier hätten wir auch durchgekonnt. Das ist der eigentliche Weg. Wir waren wieder ab des Pfades. Das, du elendig grünes, stinkendes Krokodil. Amulett der Geschicklichkeit. Ja, da schießt wieder jemand mit Frost. Ach ja, das sind wieder die Aufseher. Da müssen wir aufpassen. Und jetzt Kriegswind. Ja, das war gut, aber schon fast down. Ja. Hui. Ja, die Aufseher muss man echt ein bisschen aufpassen. Die schießen ja auch so verdammt schnell. Großaxt. Mandel der Reptilien. Das ziehe ich mir bestimmt nicht an. Jetzt haben wir nochmal einen kleinen Umweg gehen müssen nach unten. Ne? Tja. Aber hier unten sind noch welche. Ja. Centurion. Da war noch ein Centurion. Der hat uns nicht aufgehalten. Wir gehen jetzt weiter hoch. La 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 la. Ach ja, die schwingen wieder. Wir haben genug Energie für ein Kriegswellen. Ja, die fallen alle von alleine um. Ja. Die hat nicht abgekriegt. Ein Schlag. Knochenhaufen, Energietrank, hab ich gerade gesoffen. Veredelter Umhang. Und ich sehe schon wieder eine Höhle. Nein. Wir machen es jetzt wieder so, wir gehen wieder hier kreuz und quer, nehmen jetzt erstmal hier hinten den Schrein mit. Ja, Schrein der Erfahrung. Ja. Kriegswind. Zuerst die Kleinen weg. Oh, jetzt kommen sie aber wieder hier. Nein. Ja, ja. So, jetzt den Großen. Den Massigen. Ja. Ja, ja, ja. So, weiter, wir sind gebufft. Mit Erfahrung. Ja. Hier unten wird jetzt nicht sein. Oh, die halten schon echt aus. Ey. Des Verfalls. Ein Speer. Da oben haben wir jetzt schon wieder ein
Brunnen, das ist nicht schlecht. Ah, das ist hart hier. Ja, sehr hart. Ja, 26. Da spießt er uns wieder auf hier mit seinem Elektrostab. Weg. Schwächen der Zackensperr, 900 Gold und eine große Kiste. Da haben wir wieder ein Schild und einen Energietrank drin. Und wir gehen jetzt weiter wieder hier hoch. Da haben wir wieder alles gesehen. Mischen uns mal hier unter die Geier. Oh ja, und jetzt? Wisst ihr ja, wie cool ich das finde. Da warte ich auch gerne mal ein bisschen, bis sie sich versammelt haben. Naja, bei 4 lohnt sich das ja gar nicht, Mensch. Geh weg. Da oben sind wieder die Schwingen. Aber wir schauen erstmal hier. Ja. Nicht genug Energie. Ja, ich weiß. Ja. Ja. Noch ein Mandel. Da haben wir jetzt schon 3 Mäntel gefunden. Da arbeiten wir jetzt weiter zu der Höhle hoch, würde ich sagen. Ja, hier geht es in ein neues Gebiet. Können wir schon mal die Fackeln anzünden. Aber hier oben ist noch eine Höhle. Ja. Knochenhaufen, ja, da gehen wir hier noch in die Höhle rein. Oh, Kleinaxt des Donners. 1000 Gold. Schauen wir uns später an. La, 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 la. Der obere Nil. Ach, was ist das denn jetzt? Grabmoder, magische Kreatur. Was sagst du zu meinem Bogen? Der ist auch magisch. La. Ih, was haben die denn? Ach Mensch, die können auch mit Gift spucken. Ah, die brauchen schon ganz schön lange. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, das waren wir. Das ist anstrengend, so einen Bogen zu spannen. Ist es im Übrigen auch. Also habt ihr schon mal einen Bogen geschossen? Also irgendwie so auf einer entsprechenden Anlage. Das ist echt anstrengend. Je länger du brauchst, um zu zielen, desto länger musst du ja den Bogen spannen und das kostet richtig Kraft, die Spannung zu halten. Das musst du auch echt mal ausprobieren. Es ist verdammt schwer, dann da effizient zu zielen, ey. So. Und wieder aus dem wahren Leben gequatscht. Wollte ich gar nicht. Ich wollte hier plündern. Geschmückter Armschutz. Aber ich rede jetzt auch nicht hier irgendwie so auf dem Rummel hier, ne? Ich gehe mal hier in Nahkampf. Ja. Ja. Gift. Ist jetzt nicht so wild. Auch wenn wir nur 14% haben. Das wäre an der Stelle jetzt ganz praktisch, ein bisschen mehr zu haben. Also finden wir hier nochmal eine neue Kreatur hier in der Höhle. Am oberen Nil. Und die haben auch Gold dabei. Aber die werden wir bestimmt nochmal sehen, oder? Ja, die können wir uns ja nochmal in Ruhe anschauen. Ich habe jetzt auch gar nicht so richtig vorgelesen, wie die heißen. Ja, nicht so eine Rummelbögen hier, ist das so. Mit Saugnapf vorne dran am besten. Nee, schon richtig gescheite Bögen. Ja. Es macht auf jeden Fall ultra viel Spaß, meterweit am Ziel vorbeizuschießen. Ich nehme mal den Brunnen hier. Oh, jetzt sind wir hier im Außenbezirk schon von Theben. Ja, nach Theben wollten wir ja hin, ne, und erleben, was da los ist in Theben. Aber zum Bogen nochmal hast du dann hier so eine Scheibe, ne, auf die du zielst, möglichst mittig. Ja, und die wurden da so aufgestellt, so vor so einem Wald, da waren hinter die Bäume. Also ich habe alles getroffen, außer die Scheibe. Ich habe hinten in die Bäume geschossen. Das ist unglaublich. Hab ich halt dann eben versucht, länger zu zielen, damit ich dann endlich auch mal die Scheibe treffe. Nichts ist. Dadurch, dass ich dann so lange gezielt habe und den Bogen gespannt habe, da haben dann wirklich meine Arme angefangen zu zittern, ey. Und dann ist mir, während ich da so am Zielen war und meine Arme am Wackeln, ist mir dann immer der Pfeil rausgefallen. Ja, da hast du ja hinten ja so eine Führung, wo du die zum einen den noch Pfeil hinten kannst du nicht tragen. In die gespannte Sehne reinlegst, ne? Und vorne auf dem Bogen hast du so eine leichte Einkerbung zur Führung des
des Pfeils. Und wenn du den Bogen wirklich gerade hältst, deswegen halten die den Bogen ja auch so. So kannst du wirklich am besten schießen. Da hast du den Pfeil dann oben auf dem Bogen drauf liegen und da kann dir der Pfeil auch nicht runterfallen. Aber wenn du den Bogen wirklich so senkrecht hältst, da fällt dir dann der Pfeil runter, wenn du nicht aufpasst. Deswegen habe ich dann immer so leicht schräg gehalten, da ist der Pfeil dann nicht rausgefallen. Aber trotzdem habe ich nicht getroffen. Da waren andere wesentlich besser. Selbst die Frauen haben besser geschossen wie ich. Großachse ist scharf. Dein Gepäck ist voll. Achso, das hat man ja eben schon festgestellt. Gut. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal hier wieder. Ich mache ein kleines Päuschen. Ja, und da mache ich mich erstmal kundig, denke ich mal, ob ich bis hierhin zu Themen. Ja, ich komme hier nicht an mein. Ich werde hier immer automatisch so auf das Schwert gelenkt, wenn ich hier auf mein Portal will. Ach, hier geht's. Ja, es kennen die Titan Quest Spieler unter euch natürlich. Absolut. Ich werde nach Memphis gehen. Dieses Portal wirklich zu aktivieren, also aktivieren ist kein Problem, aber da reinzugehen ist manchmal ein bisschen schwierig. Wir kennen das ja schon. Da gehen wir hier nochmal zu den, ich glaube, der war unfreundlich, oder? Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Ich bin natürlich zu beschäftigt. Ja, ich nehme an, du möchtest etwas, das ausverkauft ist. Das ist der, der irgendwie alles ausverkauft hat und gar nicht mit uns reden will. Aber muss jetzt einfach mal sein. Ja, das ist alles nicht die Reptilmittel. Was machen die Armbänder hier? 36 Rüstung. Gar nicht ist das. Dank, dank, dank. Ja, das war die Waffe, die wir dann nochmal prüfen wollten, gell? Ist auf jeden Fall wesentlich weniger wert wie die, wie der Kolben, ne? Ach hier, den Speer können wir noch verkaufen. Rüsten wir uns wieder mit Tränken auf. Komm ruhig wieder. Ja, und dann aber immer am Ende sagen, komm ruhig wieder, So ein Halunke Mensch. Ja, ich würde sagen, ich verlasse jetzt hier an der Stelle einfach das Spiel für meine Pause. Da kommen wir dann ja ohnehin hier vorne wieder dann an den Brunnen raus, der weiter oben ist, ne? Ich glaube, so war das, ja. Ja, bis zu dem Brunnen können wir ja noch gehen. Wir kommen dann an dem Brunnen hier vorne raus. Da, wo wir dann letzten Endes auch waren. Da kann ich mich nochmal kundig machen, ob ich auch alles gefunden habe. Ob wir vielleicht doch noch was erledigen müssen hier in der Nähe von Memphis. Und da sehen wir uns sofort wieder. Jo, bis gleich, Leute. So, und weiter geht's. Im Außenbezirk von Theben. Ja, ich habe es mir mal angeschaut. Wir haben tatsächlich alles vollständig. Ich habe mir die Liste der Nebenquests durchgeschaut. Wir haben sowohl in Griechenland als auch hier in Ägypten alle Nebenaufgaben erledigt. Und das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, ich habe mich mal wieder im Namen geirrt. Feuerjung! Ja, dieser Halunke, der da unter den Palmen hockt, ne? Hier unten. Der hat schon wieder ein Ausrufezeichen. Was ist denn jetzt los? Ist wieder ein aktives Ausrufezeichen. Aber das war ja irgendwie so, ne? Wenn man dann wieder neu reinlädt. Ja, da habe ich noch irgendwie. Wie habe ich den genannt? Asiris, ne? Der heißt einfach nur Asri. Ja. Ja, der hat jetzt schon wieder ein Ausrufezeichen drauf. Einst ging ich in die Wüste. Weit, weit in die Wüste. Plötzlich waren da Stufen im Sand. Ja, das hatten wir schon. Plötzlich waren da Stufen im Sand. Ich ging herunter und entdeckte Kisten. Doch dann wurde ich vertrieben von Monstern. Ja, das war wohl der Typ, der uns dann auf die Quest hinweisen sollte, dass da einen verlorenen Schatz zu Bergen gibt, da brauchen wir natürlich keinen Halunke, ne? Ist ja ganz klar. Ja, ja. Um so einen Schatz zu finden.